Hallo zusammen, ich grüße euch. Ich habe ein Set aufgebaut, was ich schon eine ganze Zeit lang in meinem Pile of Shame hatte. Und während des Bauens hatte ich wahnsinnig Spaß. Hat mir echt riesen Freude bereitet. Und da dachte ich mir, das ist für mich ehrlich gesagt ein Set, was unbedingt in meine AFOL Hall of Fame muss. Und das zeige ich euch jetzt. Ihr kennt es alle, das Baumhaus. Und hier sind meine paar Worte dazu. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr euch YouTube-Videos anschaut. Ich bin der Martin von Natol AFOL. Fast hätte ich meinen Intro-Satz versaut. Den wahrscheinlich jeder nervt. Egal. Ich habe das Baumhaus gebaut. Und was soll ich sagen? Es war beispielsweise beim Henry in der Klemmbaustein-Lyrik das Set des Jahres 2019 von den Leuten gewählt. Ja, ist nicht repräsentativ, aber trotzdem. Das war nicht der Grund, warum ich mir das Set gekauft habe, sondern ich hatte ein paar Gutscheine und ähnliches, lange Rede, kurzer Sinn. Das Set habe ich recht günstig bekommen und es hat mich gereizt, weil Ideaset sind immer cool. Und ich persönlich finde Ideaset immer cool. Ich habe einige davon und es wird mit Sicherheit nicht mein letztes sein. Während des Baus ist mir aufgefallen, das ist richtig genial. Also das lässt sich wunderschön bauen. Und ich bin sogar ehrlich, ich sage, mir haben sogar die Blätter oben und die Bäume, diese Baumwipfel, die haben mir Spaß gemacht. Also ich fand das nicht langweilig. Monieren ja viele. Also wirklich, wer gerne puzzelt oder ähnliches, der sollte sich das Baumhaus mal unbedingt anschauen. Und ich würde sagen, wir gehen da mal näher dran. Kleiner Tipp am Rande, am Ende zeige ich euch noch, wie ich das Ganze, ich sag mal, für ein paar Cents illuminiert habe. Das sieht gar nicht mal so doof aus, zeige ich euch dann. Es geht wirklich total billig und hier in dem Set ganz einfach. Viel Spaß dabei. Wir fangen direkt mal mit dem Karton an. Der Karton ist ganz witzig gemacht. Auf der Rückseite sieht man ja die, ich nenne es jetzt mal Play-Features. Also wie beispielsweise dann das auch von innen so schön aussieht. Und auf der Rückseite ist er dann auch in den Herbstfarben. Übrigens für alle die, die Lego Investments haben oder so begeistert sind, dann hier. Oh Gott, schaut euch das an. Ihr kriegt gerade einen Herzinfarkt. Mir ist das Latte. Innen drin zwei Kisten, denn das ist ein wirklich großes Set. Was ich nicht wusste ist, es gibt eine Beschränkung bei Ideas. Es dürfen, glaube ich, nicht mehr als 4000 Teile sein oder sowas in der Richtung. War mir neu, aber ist hier in der Anleitung als netter Fakt mal gesagt. Hier sieht man es jetzt, wie gesagt, mit dem grünen Laub. Da wir jetzt in den Frühling gehen, habe ich es auch mit grün gebaut. Und was soll ich sagen? Wir schauen es uns an, wie es gebaut ist, denn ich finde es richtig geil. Fangen wir mal mit der Perspektive an. Also ich finde, das sieht schon aus wie Blätterwerk. Das ist schon wirklich gut gemacht. Kann man nicht motzen. Also aussehen tut es wirklich richtig schön. Und der Detailreichtum, der ist hier wirklich heller Wahnsinn. Das Ganze soll inspiriert sein von dem, ja, entweder Robinson Crusoe. Ich empfinde das eher als die Familie Robinson, die das Ganze hier ein bisschen so, ja, inspiriert hat. Das ist eine Zeichentrickserie. Vielleicht kennt es der ein oder andere. Und wenn man sich das hier so anguckt mit dem Bachlauf, den wir hier unten haben, der Schaukel und ein paar richtig nette Sachen. Hier haben wir beispielsweise so eine Eihülle, die als Blume gemacht wurde. Das ist doch wunderbar. Gehen wir da erstmal unten rum dran vorbei. Da haben wir hier eine Feuerstelle. Und dann, weshalb ich sage, das ist Familie Robinson, ja, zufälligerweise Frau und zwei Kinder, Frau mit Mann und zwei Kinder. Ja, ist doch toll. Hier haben wir einen Essensbereich. Da ist das junge Mädchen. Dann haben wir hier die Brücke, sag ich schon, die Treppe. Auch wunderbar. Überall hier diese kleinen Lampen. Also wenn man da so ein Leuchtset hat, dann sieht das bestimmt genial aus, wenn man diese Lampen ersetzt. Das hat bestimmt was. Auch hier so dieses Vögelchen, was da rausguckt. Wo kriege ich denn das jetzt am besten hin? Da, dieses Vögelchen, Vögelhäuschen, Vogelhäuschen. Vogelhäuschen. Was auch ganz nett ist, diese drei, ich nenne es jetzt einfach mal Bungalows oder drei Räume, die auch wirklich reich verziert sind, die kann man viel besser ansehen oder bespielen, wenn man hier das Dach abnimmt. Und das geht auch recht unkompliziert. Ja, wahrscheinlich, nein, bei mir klappt's. So, und ja, es ist innen bunt, stört kein Mensch, sagen wir es mal ganz offen, wie es ist. Dächer kann man abnehmen und dann gehen wir mal da rein. Denn das macht wirklich Freude beim Bauen. Das hier ist die Badeabteilung.
Und wenn man da mal diesen Detailreichtum sieht, das ist wirklich der Wahnsinn. Die Kloschüssel, dann haben wir hier Putzbecher und was weiß ich was nicht alles. Also sensationell. Für alle Fetischisten, keine Aufkleber, alles Prinz. Aber ich glaube, es sind nur 2, 3 bedruckte Sachen dabei. Aber hier auch sogar ein paar mehr. Hier diese Flasche beispielsweise, extra bedruckt, finde ich super genial. Also da könnt ihr sagen, was ihr wollt, das ist schon richtig cool. Da kann man mit seinen Spielfiguren wirklich toll drin sein. Ein Liebesbrief noch geschrieben hier mit einem kleinen Bettchen mit dabei. Überall liebliche Sachen. Finde ich cool. Last but not least das dritte. Das ist dann das Kinderchenszimmer, nehme ich mal an, wegen den Hochbetten. Und auch dort alles reich verziert. Alles total genial gemacht. Überall Türchen, überall Besonderheiten. Also das macht beim Bauen wirklich riesen Spaß, diese Abwechslung. Das ist sau cool. Tja, und was soll man sagen? Das geht jetzt easy going zu beleuchten. Denn ich habe einfach das hier. Das haben wir immer da. Das sind so unsere Teelichtattrappen. Ja, wir haben Kids, wir haben nicht so gern überall Teelichter. Und wenn man die dann anmacht, wenn ich sie dann ankriege, nach andere Richtung schieben, dann geben die so ein Flacker, so ein Flackern ab. Ich hoffe, das sieht man so einigermaßen. Wenn man das jetzt einfach hier reinlegt, und wenn man sieht, wow, hat ja sogar Platz dafür. Und man macht dann den Deckel wieder drauf. Immer aufpassen, dass die flache Richtung zum Stamm geht. Dann hat das nachts eine schöne Wirkung. Weil das schimmert dann so durch die Fensterchen so durch. Und von Weitem ist das dann echt schön. Ich zeige euch nachher mal ein Bild im Dunkeln. Das ist also wirklich, das ist spaßig. Das macht mir Freude. Ich hatte euch ja gesagt, ich zeige euch mal, wie das bei mir dann im Halbdunkeln aussieht. Übrigens, das ist dann auch der Grund, warum das hier, Achtung, das allererste Lego-Set ist, was bei meiner Frau ausgelöst hat, boah, das sieht cool aus, das kannst du von mir aus im Wohnzimmer dekorieren. Das ist das erste Set. Alles andere hat ein No-Go bekommen, muss man sich mal vorstellen. Also insofern, das ist schon quasi ein Ritterschlag. Deshalb muss das auch in die A4 Hall of Fame als zweites Set. Dann schauen wir mal. Machen wir es uns gemütlich. Ich weiß nicht, wiefern man das dort gut sehen kann, aber ich finde es genial, wenn das so im Halbdunkeln bei uns auf dem Tisch steht, dann wirkt das einfach, das wirkt heimelig, das wirkt schön. Ich würde sagen, jetzt mache ich mal wieder richtig hell, weil ansonsten, machen wir es so fertig, ist ja auch egal. Also bei mir ganz klare Empfehlung, das ist ein sensationell gutes Set. Das ist noch zu haben, das ist gar nicht mal so teuer für ein Lego-Set, es ist aber nicht billig. Und die Idee finde ich ganz nett umgesetzt. Vor allen Dingen, wenn man wie ich diese 90er-Jahre-Serie kennt, die Familie Robinson. Ich weiß gar nicht, hieß die Familie Robinson oder irgendwie anders? Es war so ein japanisches Ding, so wie Lucy in Australien und sowas in der Richtung. Naja, die Nerds unter euch, die Tele 5 früher geguckt haben, die wissen jetzt, was ich meine. Vielleicht schneide ich auch ein kurzes Video davor, damit man sich darauf beziehen kann und das zitieren kann mit diesem Set. Macht euch eine schöne Zeit, baut was Schönes, habt viel Spaß. Ansonsten sieht man sich vielleicht in den nächsten Wochen wieder mal beim Video von mir. Macht's gut, bis dann, baut was Schönes. Ciao. Okay. Nicht in die Ellenbogen kommen, so gehustet. Ich werde wieder angezeigt.